Animal Revolt Battle Simulator. Wir sind noch im Early Access, ihr seht das hier oben. Es ist ja auch recht frisch, das Spiel. Und es hat einen total bescheuerten Namen, weil der See mega lang ist. Aber das Spiel ist auch so bescheuert lustig, dass wir das jetzt zusammen spielen werden. Ihr habt gerade eben so eine kleine, ja, kleine Sequenz von mir gesehen. Die Karte habe ich mal schnell selber gebaut für euch, damit ihr versteht, was wir hier tun. Und wir werden mal zusammen die Kampagne spielen und werden uns da langsam Stück für Stück mal durcharbeiten. Und wenn wir wissen, wie das Ganze funktioniert, Battle Music, ich mach mal so, okay, wird nicht leise, okay. Wenn wir wissen, wie das alles funktioniert, dann werden wir noch mehr Karten bauen. Ich habe das auf Englisch stehen, ihr könnt es auch gerne auf Deutsch stellen, aber das, ich sehe das hier schon, Deutsche. Das ist die Deutsche. Und dann haben wir Lernprogramm, Einstellungen und Dankesagung oder Sandkasten. Wir haben hier sehr, sehr eigenartige, ja, es ist ein bisschen komisch, die deutsche Sprache. Deswegen lassen wir es auf Englisch, ist ganz okay so. Wir spielen die Kampagne. Das Tutorial habe ich schon gespielt. Human Salvation habe ich angefangen. Wir fangen mal zusammen an, um zu verstehen, was wir hier genau machen müssen. Ist easy. Ne, die Kampagne, seht ihr schon, was wir machen müssen. Ich bin bis hier gekommen. Wir machen mal die erste. Wir müssen einfach nur mit dem Geld, was wir haben, hier unten steht, Kostlimit 200. Und mit dem Geld, was wir hier haben, müssen wir mit unseren Units, die wir jetzt bis jetzt haben, für das, was wir hier machen, das ist ja das erste Mal, mit 200 Geld sollen wir jetzt diese Figuren kaufen. Hier kostet es $3,5, dann $8 und $20. Natürlich sind die natürlich besser. Und dann gibt es noch eine Kategorie. Bogenschütze oder Römer. Für die Kollegen, ja, wir haben genug Geld. Da machen wir jetzt einfach die Römer, sind nämlich immer super stark. Ihr wisst es. Nehmen wir ein paar Bogenschützen noch dazu. Dann wird das schon gemacht. So, wir haben, wieso, das ist die erste Runde. Wir haben sogar so viel Geld, wir könnten das eigentlich... Wir könnten die sofort umnieten, indem wir einfach einmal Start drücken, dann ist das Ganze hier gegessen. Ist aber nur die erste Runde. Nachher wird es ein bisschen kniffliger. Man hat weniger Geld, weniger Einheiten und dann muss man daran. So, gut, genug gequatscht. Die Kamera ist immer sehr, sehr anstrengend, das Ganze. Ich drücke Start, es geht los. Ihr seht, das Spiel basiert auf einer Physik. Seht ihr die Körperfiguren auf eine Physik? Also es ist mehr Physik als Realität hier drin. Also alles total, total Banane. Die Leute bewegen sich sehr eigenartig. Und man könnte sagen, ja toll, habt ihr Scheiße gemacht. Kann man sagen, aber ich finde das eher lustig, weil die Figuren so bescheuert aussehen, so bescheuerte Bewegungen machen, dass es einfach nur noch ulkig ist, wenn man sieht, wie die gegeneinander prallen. So, nächstes Mal, das gleiche haben wir hier auch wieder. Wir können hier auch so mal hier so einen Typen hier nehmen. Und den Bald Billy, das sind einfach nur Typen, die, ihr kennt ja, die sind meistens die Bauern, die man nach vorne schickt. So, wir könnten das jetzt machen, oder machen wir mal. Die müssen ja auch treffen, ne? Da hinten wird geboxt. Die macht gar nichts. Die kriegen sich gar nicht geboxt. Yeah! Und gucken. Da ist er tot. Okay, geschafft. Victory. Ihr seht, simpel bis jetzt. Auch ulkig, total. Nicht abschrecken lassen, weil es wird nachher irgendwann total lustig, wenn wir natürlich weiterkommen. Erstmal wird es knifflig, dann wird es dann nachhinein wird es auch dann richtig lustig. Also lustig ist es schon mal, wenn man sieht, wie bescheuert die Figuren aussehen, wie bescheuert die sich bewegen. So, jetzt gehen wir mal hier. Wir haben 120 Geld. Hier sind neue Einheiten. Da wusste ich natürlich nicht, was das für welche sind, wenn man sich hier noch nicht mit auskennt. Und dann habe ich auch ein paar Mal verloren. Macht aber nichts. Wir machen das nämlich jetzt so. Wir nehmen mal erstmal hier wieder so
von denen hier. Also ich zeige mal ganz kurz, was die machen. So, ich stelle jetzt mal hier so 1, 2, 3 hin. Die laufen dorthin. Hier so einen, der ballert. Und dann nehmen wir noch ein paar Römer. Können wir noch ein paar Römer nehmen? Wir haben 61 Geld ausgegeben. Okay, wir haben keine mehr. Sie stehen da vorne. Mit der rechten Maustaste kann man sie löschen. Wieder hinsetzen mit der linken Maustaste. So, ein Bogenschützen, ein Shotgun-Typi. Das sind einfach nur, ich sag einfach mal, Bauern, die man in den Kampf einfach stürzt. Ihr werdet gleich sehen, was die hier machen. Die haben wir gerade gesehen. Die hauen einfach nur drauf. Da geht schon los. Ihr seht, die werfen so kleine Granaten. Ja, ihr habt gesehen, also die halten die Hand, hinten am Arsch, scheißen in die Hand, ja, das ist eben so, und schmeißen dann die Kacke und die explodiert dann. Sinn? Nein, aber ist egal, es macht Spaß. So, wir haben die Runde wieder gewonnen, das sind ja auch easy Runden. Das haben wir hier. Erhöhte Position, nachher wird es ein bisschen kniffliger. Diese Runden kenne ich aber schon, deswegen habe ich die jetzt eben schon mal gespielt. Also schon mal gespielt und auch schon mal gewonnen. Also, was machen wir hier natürlich? Wir machen natürlich wieder den gleichen Mist. Wir müssen aufpassen, weil die... Okay. Ich glaube, das könnte reichen. Weil die hier werfen ja den Code und der explodiert ja. Und deswegen alle Einheiten, die in der Nähe sind, fliegen weg. Oh, das ist jemand runtergelaufen. Habt ihr gesehen? Der ist runtergelaufen. Ihr seht, ich zeige das nochmal. Jetzt guck. Jetzt geht der hier und in die Hand und reingeschissen. Da der ein Distanzschütze ist. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut, weil. Ah doch. Okay. Und die kommen nicht an den dran, kann der die ganz gemütlich wegschießen. Jetzt haben wir ein Problem. Weil der sich nicht bewegt und der sich nicht bewegt, schießt er jetzt den ganzen Tag hier drauf. Okay. Jetzt ist die Runde eigentlich vorbei. Können wir nochmal neu machen. Weil die bewegen sich nicht. Die bleiben natürlich stehen. Das ist jetzt, die haben jetzt keine KI, dass sie jetzt sagen, ey, ich laufe jetzt um den Block und schieße den über den Haufen. Habt ihr gerade gesehen, der hat im Liegen geschossen. Der sieht so geil aus, hier aus wie ein Hobbit. Kloppt sie um. Heia, heia. Das ist so bescheuert, dass das total lustig ist, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Macht richtig Spaß. Es riecht, wenn das so... Ja, komm, hauen wir ihn jetzt um. Wir müssen nur treffen. Treffen. Dankeschön. Yeah, Victory. Mit der Tab-Taste kann man übrigens immer aus dem Menü... Und mit der Tab-Taste wieder drücken, dann kommt man wieder hier rein. Das ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen doof. Aber okay. So, neue Einheiten. Wir werden mal, vielleicht schaffe ich das mit euch, die ganze erste Kampagne durchzuspielen. Also, kostet 140. Wir gucken, was wir haben. Ja, hier diese Prätorianer, also die Römer, die werfen ja die Lanze. Das heißt, One-Shot-Kill. Viel zu viel, komm ich. Viel zu viel. Wenn ich jetzt noch einen Römer hier hinsetze, dann ist er vorbei für die. Guck mal hier. So, wir gehen mal rein in den Kampf. Hui, hui, hui. Wie der den hochschmeißt. Und er ist tot. Keine Chance. Wie immer so laufen. Ich finde das so bescheuert. Guck mal hier. Hi, 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 hi. Egal. So. Kamera wieder bescheuert. Die haben mir weggekündigt. Ja, jetzt kommen ein paar Tiere. Tiere haben natürlich eine andere Physik, die laufen natürlich ganz anders, also die laufen natürlich durch. Der Angriff ist bei denen laufen, ist ja kein Schlag, also heißt das, die laufen einfach auf dich zu. Deswegen, das sind Wildschweine, wir gucken mal, Wildschweine und, was ist das, eine Kuh,
Büffel oder sowas. So. Und wie viel Geld haben wir? 110. Die Römer sind immer ganz gut. Die Bogenschütze müssen wir aufpassen, weil sobald die in Gefahr sind, laufen die weg. So. Jetzt müssen wir, genau, da sind wir kurz in Gefahr und dann laufen sie weg und schießen nicht mehr. Ja, okay. Jetzt hat der keine Chance mehr, wird überrannt. Ja, der wird gekillt. Haben es geschafft. Okay. So ein bisschen aufteilen der Figuren ist es ganz lustig. So, jetzt haben wir hier Wildschweine und ein Gorilla. Und Büffel. Okay. Wir haben nur noch 100, 140. Okay. Nee. So ein bisschen weiter weg. Setze ich hier noch einen. So, okay, mal gucken. Die werfen nämlich immer einmal die Lanze, die Römer, und damit kann man nämlich sofort One-Shot-Kill machen. Das ist immer wichtig, dass irgendwelche wichtigen Einheiten aus dem Spiel genommen werden. Okay. Genau, der letzte Büffel. Das ist ein Wasserbüffel, glaube ich, ist das, ne? Ja, ist ein Wasserbüffel. Okay. Haben wir geschafft? Wo sind wir? Das haben wir gerade gemacht. Ich habe das ja alles schon gespielt gehabt, diese paar, wie gesagt, ich kannte einige Einheiten nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. Deswegen. So. Jetzt fragt ihr euch, warum ist denn hier unten so ein Schirmtyp? Jetzt guckt mal ganz kurz, Leute. Wie viel Geld haben wir? Richtig. Nur 48. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Tante kaufe, dann ist das vorbei. Ich kann dann keine zweite Tante mehr kaufen. Ich könnte einen davon kaufen, aber das sind alles Fernschützen. Das heißt, die kommen auf dich zugelaufen und dann schießen die nicht mehr. Jetzt kommt dieser Schirmtypi hier ins Spiel. Ich zeige euch das mal. Ich mache das mal so. Wir haben erst noch nur 4 ausgegeben, wenn ihr versteht, was ich meine. Nur 4. So. Ich könnte sogar das hier machen mal. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht. So. Jetzt nehme ich nochmal hier von welche. So, okay. Mehr habe ich nicht. So, zeige ich nochmal ganz kurz. Also es sind hier einmal die Gorillas. Ganz viele. Ganz viele nett angezogene Boys mit einem schönen Schirm. Und hier die Haut drauf. Billy Bolts. Bolt Billy heißen sie. Okay. So, was machen die? Die laufen einfach nur weg. Richtig, die laufen weg vor Angst. Der Sinn ist einfach nur, die müssen die Gegner hinter sich herziehen. Die machen nichts, die laufen einfach nur weg, weil sie Angsthasen sind. Ja, guck, jetzt kommen die hier auf dich zu. Ja, guck hin. Das Gute ist, die Gorilla laufen nämlich hinter den Schirmboys hinterher. Das war's. Ich wusste das nicht. Ich habe versucht, gegen die Gorillas anzukommen mit so wenig Geld. Ich habe das nicht geschafft. Und dann habe ich gesehen, dass diese Schirmtypen weglaufen und ziehen einfach alle Gegner hinter sich her. Das ist gut. Und deswegen hat man gewonnen, wenn man ganz viele Schirmtypen hier hat. Gut, das haben wir. Waren wir das hier schon? Limit ist 50. So. Ich kann einen Bogentypen bauen und einen Armbrusttypen bauen. Die Armbrusttypin, die kostet 25. Das heißt, ich baue 2. Wenn die angestürmt kommen, ist vorbei. Der Armbrusttyp, der kostet nur 10. Deswegen bauen wir uns davon 10 Stück. 10 Stück. 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. 50 können wir nur. Und dann geht's los. Weil wir haben mehr, das heißt, die Gegner müssen sich aufteilen und wenn die sich aufteilen, dann haben wir die Chance, sie zu killen. Oh,
Okay, es hat nicht geklappt, glaube ich. Nein. Ja, vielleicht doch noch. Jetzt noch ein Schuss, noch ein Schuss. Ja! Oh, das war knapp. Hey, da stapft er vor sich hin. Juhu. War knapp. War sehr echt knapp. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die sofort angerollt kam. Okay. Supi. Die Runde haben wir geschafft. Easy going. Das ist das, was ich noch geschafft habe. Und dann nachher, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Es sieht total bescheuert aus. Die Grafik brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist ja... Na egal. Wem interessiert die Grafik, wenn das einfach spaßig ist? Ich könnte übrigens auch selber Karten bauen. Das erste, was ihr gesehen habt mit den Dinosauriern, habe ich selber gebaut. Habe die Dinosaurier dorthin gepflanzt, habe so eine kleine Armee gemacht mit, keine Ahnung, Wikingern oder sowas. Und dann habe ich sie losgeschickt. Ihr könnt da so ein richtig, ja, Anführungszeichen, auch so eine Storyline-Karte bauen. Ihr könnt Winde einbauen, ihr könnt alles Mögliche einbauen in diesem Spiel. Ist natürlich jetzt nichts Großartiges. Wir reden jetzt hier nicht über die Monster Engine von Crytek oder sowas. Was haben wir? 50? Geld? Wir könnten das wieder so machen. So. Ups, ja, ist egal. So, wir machen das jetzt so. Wir tun die jetzt einfach nur ablenken. Okay, wir haben jetzt zwei gekillt. Oh nein. Okay, da ist noch einer tot. Okay, noch einer tot. Jetzt haben wir es geschafft. Okay. Yes. Okay. Und da ist noch einer. Da hinten lebt er noch. Der läuft im Wald hinter dem Schirmtypen her. Und ist jetzt auch tot. Yes. Okay. Dafür sind die Schirmtypen hier, ne? Ganz gut. In der Masse. Die kosten sehr wenig. Und die können dann laufen und sterben. So. Was haben wir denn hier? Ogre. Oder Orks. Oder was es ist. Okay. Keine Ahnung, oh, das ist noch so einer. Und hier mit so einem fetten... Oh, Morgenstern, was haben wir denn hier? Oh, Raptoren! Jetzt geht's los, Leute. Jetzt kommen unsere Dinos. So, was haben wir denn hier? Wir haben 170 Gelds. Wir machen mal so. So. Ups, sorry. Die Kamera ist echt anstrengend manchmal. Das ist das Schwierige. Irgendwie das ganze, die ganze Schwierigkeit hier im ganzen Spiel. So. Ich nehme mal ganz was nur die ganz normalen Bogenschützen. Na, nein, weg. So. Das wird schon, glaube ich, ausreichen. Okay. Wir testen das mal. Also, der Schirmboy. Den will ich gerne nochmal auf eine andere Position tun. So, sorry. Den würde ich gerne hier hin tun. So. Die beißen auch, Leute. Die beißen auch richtig zu. Keine Chance. Oh, die Raptoren sind zu schnell. Dame. Feuer auf den drauf. Ist noch einer da? Oh Gott. Lauf um dein Leben. Okay. You lose. So. Jetzt habe ich hier keine Ahnung, wie wir das machen. Wir werden es rausfinden. So. Wir müssen, glaube ich, ein paar... mehr Kloppo-Boys machen. Vielleicht die hier? Vielleicht nehme ich davon. Genau, die Armbrust-Fuzzi, ne? Dann, ah, die ist nicht hier dabei. Ah, okay.
Versuchen wir es mal so. Wir haben zu viele Fernkampfschützen. Oh, doch, 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 doch. Da unten ist zwei. Da ist einer. Und der Affe ist auch tot. Okay, 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 das schaffen wir. Oh, wir sind aber ziemlich nah auf einem Haufen. Jetzt. Yes, haben wir es geschafft. Okay, unsere Schirmträger hinten. Die laufen gemütlich. Hallo? Lebt hier noch was? Irgendwas weggepackt? Hallo, Spiel? Ich glaube, hier lebt noch irgendwas. Oder auch nicht. Ist was runtergefallen? Scheint so. Also ich kann nichts weiterklicken, weil das Spiel... Müssen wir nochmal neu machen. Schade. Ja, tun Sie gut. Oh, das ist runter. Ah, guck mal, die fallen da wirklich runter. Ah, jetzt. Okay. Sogar besser aufgegangen als eben. Der zappelt noch einen Arm. So, jetzt kommt... Oh, was ist das denn? Laser-Gorilla mit Schwertern. Was ist das? Was ist das? Laser-Gorilla mit Schwertern. Also laser-schießender Gorilla mit Schwertern. Wir haben 120 nur, okay. Eins, so ein bisschen die Raptoren abzulenken. Kosten ja nichts. Dann nehmen wir hiervon welche. Okay, davon würde ich immer noch gerne einnehmen. Bogenschützen sind immer gut. Okay, starten wir mal die Runde, testen wir mal. Oh Gott, das ist gar kein Laser. Oh, du Schreck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, mit die Schirmträger werden jetzt sowas von weggenatzt. Lauf um dein Leben. Oh mein Gott. Ich hab ihn geschnetzelt. Oh mein Gott, was ist denn das? Okay, clear. Das müssen wir nochmal alles überdenken. Okay, 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 okay. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Also, mein Gott, die Kamera. So, der Schirmboy, der kostet ja nichts. Den werden wir nämlich ganz am Anfang hier hinsetzen. Warum? Weil die schießen ja erstmal mit diesen Dings auf einen zu. Was auf eins sein. So. Okay. Dann wechseln wir auf die Prätorianer, auf die Römer. Die sollen nämlich direkt danach hinterher werfen. Und dann die Bogenschützen. Oh je. Yeah. Boah, heftig. Okay, die Prätorianer sollten eigentlich One-Shot-Kill machen, das machen die aber nicht. Oh Gott, mein Gott, die Kamera, also man muss mit der Maus in die Mitte gehen, damit man wieder Tab drücken kann und damit man sich wieder in die Mitte bewegen kann, weil wenn ihr die Maus nämlich oben am Rand habt, dann kommt ihr nicht irgendwie, dann hängt das alles sowieso drin. So, pass auf. Die hier holen wir jetzt noch. Die Bauern.
So. Oh nee. Okay, wir müssen dann doch wieder. Vielleicht geht das besser so. Wie viel kostet der? Der kostet 20. Wie viel kosten unsere Bogenschützen denn? 10. Testen wir das einfach mal, wenn ich jetzt noch so einen. Stark, diese Typen hier, diese. Unglaublich, ich kriege nicht einen einzigen Kill. Doch einen! Ja! Boah. Woods. Oh, was ist das denn hier einer? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Wo kommt der denn hier, der Rocky? 100 kostet der. Klären wir mal und setzen das mal den hier hin. Okay, jetzt haben wir nur noch 20. Wow. Okay, clear. Okay, das ist meine Armee. Oh Gott, was macht der denn? Oh Gott! Ich hab's verstanden. Heftig! Oh geil! Okay, jetzt habe ich's verstanden. Oh Gott, er hat sich selber gekillt. Okay, das Spiel ist vorbei. Der hat sich gerade selber gekillt, der Vollidiot. Okay. Wow. Ich glaube, wir haben gewonnen. Oh, krass, was ist das denn, der Typ? Der Rocky Boy. Wer ist denn das? Okay. Den habe ich nicht gesehen. Okay, wow. Elefant, Mega-Gorilla und Raptoren. Und wir haben keinen Platz. Okay, 210 Leben. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, was haben wir hier? Praetorianer, oder? Kommandobow. Was macht denn der? Testen wir. Kann ich noch. Oh, die kosten nur 10? Ja, das machen wir natürlich. Ihr wisst ja warum, weil die machen ja One-Shot. So, wir könnten noch irgendwie sowas Billiges kaufen. Nein, das waren die falschen. So, hier. Okay. Ich schieße dir weg. Oh krass. Ach so, einfach so mit der M16 rum. Der Gift? Wir haben es geschafft. Okay, wenn man weiß, welche Einheiten man nutzen kann. Okay, der Kommando ist einfach so ein M16-Typ, der schießt natürlich dann fette Kanonen oder fette Kugeln. Okay. Ja, super. Wie viel Überleben haben wir eigentlich noch? Die zwei Kommando-Fuzis, ne? Und noch der Shotgun-Typi. Cool. Wir haben es geschafft.
Human Salvation Campaign Complete. Habe ich gerade Errungenschaft bekommen. Und es war ja Human Salvation. Und es macht Spaß, Leute. Erstmal zu knobeln, ist ja klar. Jetzt wird das natürlich ein bisschen schwerer. Knobeln, wie man gegen die Einheiten kommt. Aber was ich eigentlich vorhabe, ich lerne gerade, wie das Spiel funktioniert. Wir werden uns bei Steam, gibt es auch ganz viele Karten, die kann man runterladen. Schon selbstgebaute von irgendwelchen Fans. Und im Nachhinein werden wir mal selber Karten richtig bauen. Ich habe ja auch schon eine gebaut, habt ihr gesehen am Anfang. Und dann werden wir mal die Dinos in den Kampf schicken. Mal gucken, was da noch alles kommt. Es gab vor kurzem sogar ein neues Update, weil einige Physikfiguren ziemlich bescheuert aussahen oder die Bewegung. Und da hat dann der Entwickler gesagt, ja, okay, ihr habt recht, Community gehört. Wir werden das wieder fixen, haben sie gemacht. Und bald gibt es wieder ein neues Update. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen hoch. Es macht Spaß. Bis denn. Und tschüss.